Gruppe, gehen Sie zu... Herr Leutnant, wann gehen wir in die Offensive über? Wir wollen doch endlich den Russen zurückdrängen. Sie werden die Gelegenheit zum Kämpfen haben, Soldat. Ich verspreche es Ihnen. Aber ich denke nicht, dass Sie dann begeistert sind. Hallo Martin, ich habe dich eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Wir werden später sprechen. Nun, Leutnant, geben Sie mir zwei Ihrer Männer für unseren Artilleriebeobachter Schäfer. Die sollen hoch auf die Anhöhe fahren und unsere Artilleriefeuer korrigieren und uns über Feindbewegungen auf dem Laufenden halten. Dann muss auch noch die Pack in die Abwehrstellung geschoben werden. Die Besatzung wartet schon eine Weile auf eine neue Pack. Die letzte wurde von einem Panzer vernichtet. Frankel und Fritz, gehen Sie mit Schäfer und befolgen Sie seine Befehle. Neumann, schieben Sie die Pack in die Abwehrstellung. Alle anderen, helft ihm dabei. Auto, unbekannt. Mann, vorne. Bereit. 50 Meter. Bereit. Bereit. Warte. Bereit. Halte mich bereit. Halte mich bereit. Bereit. Absetzen. Jawohl. Negativ. Schießen! Wir können sie nicht mit einer Flak runterholen. Wenn die uns angreifen, werden sie die gesamte Stellung vernichten. Wenn wir Glück haben, fliegen sie über uns hinweg. Fahrzeuge gesichtet! Alles klar, es sind unsere! Nicht schießen! Hinten! Unbekannt! Jawohl! Mann! Nah! Halten Sie sie auf und decken Sie unseren Rückzug! Technisch.
Es geht los! Macht euch zum Gefecht bereit! Männer, geht in Stellung! Noch nicht schießen! Lasst sie erst näher kommen! Nordöstlich. Zielen Sie auf an 1. 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 Rechts hinten. Unbekannt. Auto. Mittlere Entfernung. Brennen. Die Stellung Windmühle. Die geht nicht ganz klar zu sein. Wir sehen die Feinde nicht mehr. Lade nach. Brauche Deckung. Thank you.
Die feindliche Artillerie korrigiert ihr Feuer. Karl, Jürgen, Walter, rein ins Auto und fahrt hinauf zum Hügel. Es scheint, als ob unsere Beobachter gefallen sind. Seid vorsichtig und macht Meldung, sobald ihr die Lage gepeilt habt. Alle, nicht schießen. Alle, folgen Sie. Eins, alle, aufsitzen. Auf Auto. Gruppe, gehen Sie zu Busch. Südwestlich von... Bereit. Nicht bei der Windmühle sehen. Ich gehe davon aus, dass ihr in Nahkämpfe verwickelt werdet. Das sind zwei automatische Waffen. Halb rechts hinten. Fein. Na. Lade nach. Brauche Deckung. Feind am Boden. Einer weniger. Oh. Verwundeter. Karl hier. Wir haben die feindliche Patrouille in der Nähe der Windmühle ausgeschaltet. Unsere Beobachter sind tot. Ziel vernichtet. Hilf mir mal einer. Karl, beeil dich! Das Russenfeuer kommt näher an unsere Schützengräben heran! Zwei, aufsitzen.
50 метров. Юг. Отряд. Направление. 50 метров. Юго-запад. По правому флангу. Боец. Близко. Отряд. Направление! 50 метров! Юг! Все! Ваша цель! Боец! Первый! Второй! Убит! Ausgeführt. Die feindliche Patrouille ist vernichtet und Gefreiter Jürgen hält dort die Stellung und unsere Feindbeobachtung. Gehen Sie zu! Auf dem Weg zurück wurden wir beschossen. Es scheint, als würden die Sowjets uns bald wieder angreifen. Geht in die Verteidigungsstellungen und bereitet euch auf einen weiteren Angriff. 3, 9, 3, folgen Sie! 1, bereit.
sicher. Das war ein schwerer Kampf, Männer. Fast wie das Gefecht am Fluss Psell. Erinnerst du dich noch, Martin? Ich versuche, das zu vergessen. Verdammter Krieg. Herr Leutnant! Es scheint, als ob der Feind seinen Angriff eingestellt hat. Gehen wir zum Gegenangriff über? Nein. Zu viele sind heute gefallen. Aber sie haben sich exzellent verhalten, Neumann. Es scheint, als könnten wir Ihnen und unseren Männern vertrauen. Wir haben das Gefecht gewonnen und vielleicht können wir mit Männern wie Ihnen sogar den Krieg gewinnen. Machen Sie weiter so. Grenadier Neumann, Sie sehen sehr vielversprechend aus und ich sehe großes Potenzial in Ihnen. Ich habe die Macht, diejenigen zu befördern, die es verdienen. Ich befördere Sie hiermit zum Gefreiten. Danke, Herr Leutnant. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich denke, dass Sie sich in diesem Krieg als gute Stütze erweisen werden. Glauben Sie mir, ich habe gute Menschenkenntnis. Es ist an der Zeit, dass Sie lernen, wie man kommandiert. Ja, wundern Sie sich nicht. Wie man kommandiert. Es scheint, als hätten sie ein funktionierendes Gehirn und es ist sehr wichtig, wie man im Krieg richtige und schnelle Entscheidungen trifft. Nun denn, lassen Sie uns in dieser nicht sehr einfachen Angelegenheit anfangen.